Guten Morgen zusammen. Wer kennt's nicht? Ihr seid im Campingurlaub und das Bier ist warm. Wer kennt's nicht? Ja, dazu gibt es ein klitzekleines Video heute von mir. Ich habe da mir Kühlschranklüfter eingebaut, jetzt schon die zweite Generation. Entschuldigung, das blendet mich hier ein bisschen von der Sonne. Und ich möchte euch gerade zeigen, wie ich das gemacht habe. Viel Spaß! Also, ihr habt ja hier zwei Klappen. Wir haben jetzt den großen Kühlschrank hier, einmal die untere und dann die obere Abdeckung. Und zwar hier habe ich noch einen Schalter eingebaut. Da unten hole ich den Strom und zwar hier bei mir unten. Das ist jetzt ein Hobbywohnwagen. Da ist unten so ein Anschluss Lightning. Lighting. 12 Volt DC. Da könnt ihr den Strom abnehmen für die Lüfter. Die brauchen auch nur ein paar Milliampere. Das sind ja gerade 1 bis 2 Watt pro Lüfter. Und hier unten könnt ihr dran, ihr müsst halt mit dem Messgerät messen, aber gelb und braun sind dann die Stromkontakte. Braun ist Masse, also Minus, und gelb ist dann in dem Fall Plus. Ja, ich gehe hier über so Vakuumklemme, gehe dann hoch und komme hier oben raus. Hier verteile ich das Ganze nochmal ganz nach oben, sieht man da oben in dem Ding. Hinter dem Schaumstoff geht es rein in den Wohnwagen. Und hier habe ich mir jetzt einen Schalter eingebaut. Die Abdeckung könnt ihr hier runternehmen. Ihr müsst nur die Griffe oder ja, die Drehgriffe hier abziehen dazu. Dann könnt ihr die ein Stück vorziehen. Dann kommt ihr da mit einem Metalldraht, könnt ihr da durch oder mit so einem, wie einem Speisstab und oder ja, ein Stück Verlegekabel, also so irgendwas, was starr ist, könnt ihr da durchschieben, das Kabel durchziehen. Über den Schalter kann ich dann den Lüfter an- und abschalten manuell. An sich hat er aber eine Temperatur Regelung. So, sind jetzt ein paar Tage rum. Ich habe mir noch einen Adapter bestellt und jetzt habe ich auch alles fertig montiert. Ihr könnt jetzt dann sehen, wie ich die Lüfter montiert habe. Das sind zwei 12 cm Lüfter mit Temperatursteuerung. Hier habe ich diese Anschlusskabel, ganz normal für einen Computer, Lüfteranschluss. Und ich habe jetzt noch den Adapter hier besorgt. Der hat hier jetzt vier so Anschlüsse für Lüfter. Ich habe aber alle vier gleich Anschlüsse hier. Insgesamt könnte ich jetzt halt vier Lüfter dran machen. Das Gute bei den Lüfter hier mit diesem TC-Name von der Firma, ich habe die unten in der Videobeschreibung auch verlinkt, ist einfach, dass ich hier Temperatursensor habe. Ja, das ist er. Den Sensor klemme ich jetzt dann da hinten noch in die Kühlrippe rein, mache ihn irgendwie fest mit Kabelbinder und dann steuert das Ganze der Lüfter selbst. Ich brauche keine separate Drehzahlregelung mehr. Die Lüfter laufen jetzt mit 300 Umdrehungen, wenn die Temperatur unter 30 Grad ist. Und ab 30 Grad geht die Temperatur linear nach oben bis ca. 40 Grad und da sind wir dann bei Maximaldrehzahl von 1500 Umdrehungen. Genau. Ja, ich habe jetzt gerade den Lüfter noch umgeschraubt, der war vorher hier unten. Hier. Aber ich habe ihn jetzt noch hier hochgeschraubt und jetzt nehme ich auch direkt oben die Luft ab. Das wird jetzt sehr gut funktionieren. Aktuell drehe ich jetzt mit den 300 Umdrehungen. Und außer das Auto, wo jetzt gerade durchfahrt, hört man hier gar nichts. Also die sind jetzt wirklich leise. Das heißt auch, wenn ihr die rund um die Uhr anhabt, wird es so sein, dass ihr nachts halt die Lüfter gar nicht hört. Also, so sieht es jetzt aus. Temperatursensoren sind da oben drin. Wir haben Kabelbinder befestigt an der Heizleitung. Da sind sie auch schön im Warme. Kabel habe ich jetzt noch hier ein bisschen so festgemacht. Alles ein bisschen lottrig, weil das wackelt ja auch beim Fahren und muss ja ein bisschen Luft haben, dass auch nichts kaputt geht. Ja. Aber so sieht es ganz gut aus. So, das war's mit meinem Video zum Thema Kühlschranklüfter. Ich habe es euch ja gezeigt, wie ich jetzt die Lüfter reingemacht habe. Das Ganze kostet so 15 bis 20 Euro. Also ihr braucht euch da nichts kaufen. Es gibt es ja fertig für um die 100 Euro. Könnt ihr euch sparen. Das könnt ihr mit wenigsten kleinen Mitteln selber machen. Wichtig ist nur, dass man es selber macht. Probiert es einfach. Ist nicht so schwer. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.